Ja, ihr lieben Geburtstagskinder, ihr seht hier das Ei der Weißen. Warum zeige ich euch das zuerst? Älter werden, liebe Geburtstagskinder, heißt immer in Zeitmaß nach vorne gehen. Älter werden heißt, im Zeitmaß stehen bleiben zu können, sich nach rückwärts wenden zu können. Und jedes Jahr, was ihr älter werdet, bringt euch ein Jahr näher an die Weisheit. Alte Traditionen, menschliche Zusammenleben-Traditionen sind Gemeinschaftstraditionen und da spielt der Rat der Weisen immer eine ganz wichtige Rolle. Also, alles Gute zu eurem Geburtstag. Es ist die Alraune, es ist der Bernd, es ist der Folio, es ist die Hilu, es ist der Bernhard, es ist die Beatrix, es ist die Heide. Jetzt habe ich bestimmt jemanden vergessen, der gerade Geburtstag hat, der Uwe. Ja? Also ich denke, in diesem Sinne ist das Ei der Weißen ein Symbol, dass ihr durch das Älterwerden keine Angst haben braucht, ihr werdet weiser, ihr werdet sicherer im alltäglichen Tun. Was mich auch gerade beschäftigt, es fängt alles ganz klein an, sind so kleine Hände, winzige Finger dran, darf man nie drauf schlagen, sie zerbrechen dann. Wie gehen wir miteinander um? Wie wird mit uns umgegangen? Das beschäftigt mich. Und ich finde das Lied von Bettina Wegner sehr schön, sind so kleine Hände. Winzige Finger dran, darf man nie drauf schlagen, die zerbrechen dann. Und sie singt in dem Lied scharf und elegant, wie sozusagen ein feines, kleines Leben wächst und endet. Gerade klare Menschen wären ein schönes Ziel. Leute ohne Rückgrat haben wir schon viel. Also ihr, ich versuche im aufrechten Rückgrat hier zu sitzen, um euch diese Ansprache zu halten. Euch zum Geburtstag alles, alles Gute. Viel Kraft auf dem nach vorne gehen in der Zeit. Viel Kraft im Innehalten. Ja, ich wünsche euch alles Gute und spiele euch noch ein Lied, eine Melodie, die ihr kennt. Also, auf euer Wohl, das war das Geburtstags-TV an euch alle. Lasst euch gut gehen.